So, willkommen, Freunde, zur nächsten Runde. Wir befinden uns hier in dieser wunderschönen Achterbahn. Hier kommt man Gott sei Dank ausweichen. Aber einerseits kann man hier runterfallen, das gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir hier noch diese schönen Geister. Okay, jetzt haben wir natürlich einen Vorteil. Wir haben hier noch eine Plattform auszuweichen. Gucken wir, ob wir das schaffen, hinterher zu laufen. Ohne dass wir irgendwie von den Schienen fallen. Und ja, müssen wir jetzt mal gefallen lassen. Oh Gott. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hier oben weiter. Nee, da kommen wir ja nicht rein. Das heißt, Gott ist will. Okay, wir können da drüber springen. Das geht ja sogar noch. Ich mir schlimmer vorgestellt. Jetzt der Rabe setzt sich auf meine Schulter. Mutiger Rabe. Hat hier bei meinen Jump'n'Run-Künsten ist das nicht immer von Vorteil. Ah, sonst habe ich vom Timing ganz gut geklappt. So, schnell mal ausweichen hier. Bisschen verschnaufen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir uns heilen konnten. So, schlagen. Ich dachte, das ist irgendwie links, rechts. Da passiert nichts. Passiert auch nichts. Das ist nur der Richtungswechsel. Aber schießen. Nee. Heilung funktioniert irgendwie nicht. Wahrscheinlich haben wir auch gar keine mehr. Das wird das gar nicht sein. Ah, wie elegant wir das hier lösen. Ja, wahrscheinlich elegant. So, jetzt sind wir hier auf diesem schönen Gleis und müssen die Loren ausweichen. Eieiei, ich sterbe ja gerade 1000 Tode, auch wenn das so einfach aussieht, aber so einfach ist es leider nicht. Zumal die Konzentration irgendwann auch nachlässt. Weil wir können Doppelsprung machen, das ist immer gut. Ja, so, weiter geht's. Haben wir auch ganz gut gemeistert. So, dann geht's mal weiter. Jetzt die Frage, müssen wir da rüber oder müssen wir nach oben? Warte mal, wir müssen auch müssen da rüber. Jo, hat auch super geklappt. Oh, jetzt geht's da schon wieder weiter. Leck mich an den Tisch. Ah, da habe ich einen Bonus gefunden, der mir sozusagen das Leben gerettet hat, aber ich weiß gar nicht. Jetzt hänge ich hier fest, kann ich ja einfach rüber. Ja, hat geklappt. Ah, jetzt sind schon drei, das ist ja unglaublich. So, dann wollen wir mal weiter, dann bin ich ja mal gespannt. Doppelsprung klappt auf jeden Fall. Oha, jetzt sind es drei Loren. Ich fand es mit zwei schon schrecklich. Gehen mal nach oben hier. Das kann jetzt was werden. Okay, Timing ist alles. Ja, wir haben es, glaube ich. Ich hoffe, wir müssen nicht noch weiter. Neuer Speicherpunkt, das gefällt mir. Das höre ich gerne. Alter, Alter, das ist sehr krass hier. Geht es da nochmal nach oben? Nee, ne?
Da müssen wir Gott sei Dank nicht lang. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder fahren, ne? Oha, das kann was werden. Ich finde die Musik, die feiere ich ja immer noch. Immer noch sehr geil. Das ist immer diese Konzentrationssache. Machst du einen kleinen Fehler, dann war's das. Da voll selber nochmal gesprungen. Oha. Komm, komm. Springt man zu früh ab, ist auch Mist. Springt man zu spät ab, ist auch Mist. Vom Timing her aufpassen, dass man da nicht irgendwas kaputt macht hier oder so. Das ist echt eine lange Strecke und das ist meine Konzentrationssache hier. Das war aber knapp. Ah, das war klar. So. Weiter. Alles nur eine reine Konzentrationssache. Und Sprung. Alter, Alter. Zack. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Ist sehr geil. So, jetzt hier nochmal ein Sprung. Aufpassen, dass man nicht zu spät abspringt, aber nicht zu früh. Boah, das ist echt eine harte Konzentration hier, ganz ehrlich. Man hat immer Schiss irgendwie. Manchmal kann man ja nicht sofort schießen, dass das vom Timing her nicht passt, aber. Hingehauen. Das hat auch wieder hingehauen. Boah, das war aber ganz knapp. Ich finde, einen könnten sie einen ruhig mal gönnen oder so. Das wird immer schneller jetzt. Boah, wir haben es gepackt, ey. Boah. Leck mich an der Tische, ey. Den Schluck habe ich mir aber verdient. Ich euch. Unglaublich. So, hier ist erstmal ein Labor. So, die Fledermäuse, die greife ich mehrmals an vom Weiten. Die ist sogar ziemlich still am Boden. Ich bin ein bisschen gewundert, also jedenfalls auf der Stelle wird an sie gestanden. Gerade wenn du sagen willst, wollte ich mal nicht machen. Aber wir müssen das Nest zerstören hier. Ja, eins zerstört, wir haben ein bisschen laufen. Nächste Schuss. Laufen wir hier rüber. So ein bisschen strategisch kann ja nicht schaden, ne? Sehr gut. Ich wundere, dass ich keine Energie aufladen irgendwie. Ne, anscheinend nicht. Jetzt hier rüber. Also es ist nicht ohne. Oh nein. Oh, 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 oh.
Oh. Oh. Diese zweite Warnung solltest du lieber ernst nehmen, Jack. Eine dritte wird es nämlich nicht geben. Kehre um, solange du noch kannst. Du jagst mir keine Angst ein, du Quälgeist. Wie du meinst, Jack, ich hoffe, dass du recht wählst. Ja, weg ist er. War ja einfach zu besiegen. Oh, jetzt riecht der sogar noch, weil er so langsam geschossen hat. Kürbisköpfe, ey. Angriff der Riesenkürbisse. Jetzt hier lang. Ah, jetzt brennt's hier schon wieder. Oh Mann, ey. Ich denke, ich muss hier vor irgendwas weglaufen. Entweder Feuer oder... Gott. Das ist nichts für Leute, die Höhenangst haben. Das ist echt sehr gut visualisiert. Ja, gerade wieder so schwankt, ne? Richtig krass. Oh Gott, das will. Ich muss wahrscheinlich drauf. Achso, den habe ich ja schon eingesammelt. Und von da bin ich ja gekommen. Die Plattform brennt, da muss ich ja nicht zurück. Wahrscheinlich hier lang, ne? Ja. Danke, dass ihr mir gleich eine Antwort schickt. Ja, aber einmal... Ah! Gott, war das knapp. Ach Gott, da muss ich auch ein bisschen um die Ecke springen hier. Eieieiei. Ja, ich meine, die haben das ganz gut gemacht. Der fällt nicht immer gleich runter. Dann hätte man noch so einen kleinen Ausgleich. Hochkrabbelt. So ist besser auf jeden Fall. Ah, jetzt schraubt er sich wieder den Kopf ab. Ach, ist klar. Oh ja, gefeiert, muss ich sagen. Also, das war. Ist jetzt nicht mega anstrengend. Aber das Timing muss natürlich stimmen. Aber ich finde die Idee saugeil. Jetzt finde ich die Idee natürlich nicht mehr saugeil, weil ich ja gescheitert bin. Okay, das könnte passen. Jetzt ist die Frage, muss das ja... Ist überhaupt, wo muss die Kiste, das Teil überhaupt hin? Ach, nach da oben, alles klar. Das vermute ich, dass es da oben muss. Sehr gut. Müsste noch mal so eine feine Einstellung geben. War ganz gut. Stimmen wir wieder runter. Wir müssen wahrscheinlich. Okay. So, auf jeden Fall. Ah, alles klar, das haben wir geändert. Okay, man kann sogar nachsetzen, das ist gut. Gedacht, das wird nichts. Aber
echt nochmal sagen, ich liebe diese Idee. Hier ist hier noch ein Schalter in der Nähe? Nee, ne? Hier ist der Hebel. Okay, das war... Scheiße. Okay, aber was ich gut finde, die haben sozusagen... die haben die Bombe rumgelassen hier. Wenn ich jetzt hier... Okay. Ja, mal gut, hier kann man auch einen Doppelsprung wagen. Angst, dass ich hier runterfalle. Oh ja, das fehlt noch, dass ich die hier irgendwie ganz wohin schieße. Ja, mal gut, dass da der Zaun ist. Haben sie gut gebaut. Und jetzt heißt es mal geradeaus, ne? Hier wahrscheinlich rauf. Ja, da komme ich gar nicht hoch. Was jetzt fehlt es um den Schalter oder so. Da hätte ich da hinten hingemusst, wo die Loren sind. Bin ich hier irgendwie, war das ein Fehler von mir? Warte mal, wir machen mal Folgendes. Geh mal zum Schalter zurück. Okay, das könnte sogar so richtig sein, dass ich es von da oben rechts noch rüber kriege. Ich muss nur überlegen, wie ich da zurückkomme. Okay, das müsste klappen. Ja, super, ich habe eben nichts gesehen. Und dachte so, scheiße. Soll das? Ja, das war gar nicht so schlecht. Oh, da hatte ich einen Schiss, dass ich runterfalle. Die Lücke gar nicht gesehen. Hier mal gucken, was wir mit dem Schalter bewirken können. Ja, das klappt doch wie am Schnürchen hier. Ja, sehr geil. Boah, das war mal Krampf. Mal ein bisschen ausweichen. Jetzt wollen wir die platt machen, kriegen wir mal Energie. Die Geisterhöhle müssen wir jetzt platt machen. Ja, lauf mal weg hier, du Katzke. Das jetzt ja, ne? Oh, nicht schon wieder eine Fledermaus. Okay.
Okay, die bleibt ziemlich auf ihrer Stelle stehen, da geht das noch. Was ich jetzt bräuchte, wäre noch mal ein kleiner Trank hier. Oh, nicht schon wieder. Ist wieder fahren. Das kann ja was werden. Oha. Das ist mal eine andere Musik. Die Musik ist aber auch revolutionär. Meine Konzentration auch. So, das kann was werden, das wird richtig übel, sage ich euch. Ich würde sagen, wir mal probieren. Jetzt geht es nicht bergab, jetzt wird es schnell. Okay, einen kleinen Timing-Fehler. Das war's. Wie schnell das geworden ist. Ich hoffe, wir packen das. Ja, super. Spinnen. Immer kürzer diese Sprünge. Alter, ist das schnell geworden, ey. Oh, wir haben es gepackt. Boah. Asche auf meiner Haupt, sehr geil. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt taucht er auf. Stehen geblieben, hier ist Schluss für dich. Aber hier gibt es kein Zurück mehr. Zweimal habe ich dich schon gewarnt, Jack. Ja, und trotzdem bin ich immer noch hier. Du musst mich wohl schon rausschmeißen, wenn du mich loswerden willst. Komm und hol mich doch, Jack. Ja, ich will dich. Du musst den keine Unmöglichkeit. Man muss ein bisschen Glück haben, glaube ich. Aber das Prinzip auch Standard, da geht das, glaube ich, ganz gut.
Schlag brauche ich nicht, brauche ich nur ausweichen. Warten, bis die Bomben da sind. Irritiert ein bisschen hier, wenn ihr fast runterfällt. Okay, suchen wir uns mal eine aus hier. Ja, ausweichen. Geisterfletten. Wir geben uns nicht die Energie hier. Wenn wir das gar nicht schaffen. Ich muss da gleich wieder ausflippen. Hier mal. Ja. Ah, sehr gut. So, das packen wir. Hoffentlich. Der ist echt nervig, der Typ. Aber nicht unbesiegbar. Hat sehr viel Geschicklichkeit hier. Ich hoffe, dass wir wirklich frei sind. Nein, Jack, was hast du getan? Scheiße, lebt der immer noch? Der ist ja wieder da. Ich dachte, der wäre tot. Jetzt kommen keine Bomben mehr. Du kannst dich töten, was bereits tot ist. Ja, komm. Komm, einmal noch. Ah, nee, sie ist selber explodiert. Alter, ich habe keine Möglichkeit, Energie einzusammeln. Wollen wir das denn packen? Was mich auch wundert, dass es jetzt keine Musik mehr gibt. Alter, das ist ja übel gemacht, ey. Ich dachte, wir haben ihn gehabt. Okay, das müssen wir uns merken. Merken wir mal, denken wir haben ihn besiegt. Ist lange nicht alles vorbei. So, jetzt haben wir die drei Bomben. Nummer 1. Super knapp. Dass wir viel Energie haben, wenn wir das überleben wollen hier. Ja. Der kommt wie gesagt wieder. Ja,
das ist schon übel. Auf jeden Fall viel Spektakel auf dem Bildschirm. Da muss man auch sagen, dass man sich richtig konzentriert. Das Ganze müssen wir jetzt hier, glaube ich, dreimal machen. Dann kommt der aber nochmal wieder und dann haben wir noch drei Bomben, die wir zusammen werfen müssen. Wir können keine Energie mehr auffangen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Erstmal nur ausweichen. Das ist eigentlich relativ einfach. Da rockt gleich relativ. Ja, der brennt mir gleich den Arsch weg. Okay, angeflogen. Gut ist, dass seine Geister mehr Energie geben. Das ist irgendwie getroffen, ne? Jetzt geschafft? Jo, wir haben es gepackt. Alter, heftig hier. Jo, fertig hier. Das war eine beachtliche zur Schaustellung deiner Kräfte, Jack. Dein neuer Körper hat sich echt bezahlt gemacht. Brutalos wie den hier habe ich schon im Sandkasten erledigt. Wirklich, was in drei Teufelsnamen
mischen die euch denn ins Fläschchen? Naja, gut gemacht. Lass uns jetzt lieber abflattern. Wir sind schließlich nicht umsonst hier. Wenn ich mich recht entsinne, beheimatet dieser Berg einst ein stammmächtiger Zauberer. Diese Tafel müssen sie als eine Art letzten Willen hier zurücklassen haben. Und das war es, als die Strapazen für einen klobigen Stein mit ein paar Wörtern drauf. Ist das eine Steintafel oder ein Obelisk? Dunkelste Stunden der Menschheit, Retter, wird hier heraufbeschworen. Was brauchst du denn so lange? Hast du deine Brille im Nest vergessen oder was? Aha, ja, jetzt verstehe ich das Amulett der verglühenden Asche. Das bloße Aussprechen verleiht mir bereits ein Gefühl von Macht. Die letzte Zeile lässt sich nicht entziffern, aber der Retter der Menschheit braucht dieses Amulett. Nur mit der Macht dieser kann der Fluch des Teufels gebrochen werden. Steine und Schmuck, allmählich entpuppt sich das hier als ziemlich öder Ausflug. Also vielleicht ist mir hier gerade was entgangen, aber wo soll dieses Amulett denn zu finden sein? Na, es ist doch gleich hier, unten. Was ist los, Vogel? Wo ist das verdammte Teil? Es ist nicht mehr hier und das aus gutem Grund. Was beim Allkrächzenden ist das denn? Erst sprechende Vögel und jetzt auch noch sprechende Schwerter. Ich bin wohl durch den Kanitierbau gefallen. Ich muss schon sagen, das ist wirklich sehr verquer. Falls ihr hier noch nichts bemerkt habt, dieser Ort hat eine ziemlich bescheidene Auswahl, was magischer Kram angeht. Kein Wunder, dass die Leute sich über den Haufen gerannt haben und das Amulett zu stibitzen. Jetzt zu dir. Du hast eine Menge zu verantworten, du Scharlatan. Wär ich nie im Leben, wie kannst du es nur wagen, du überdimensionales Buttermesser? Wenn du dieses Kampfchaos da eben beachtlich fandest, muss ich deine Tauglichkeit richtig. Oder du Kürbiskopf, wer bist du? Ich bin Jack und ich mag dich jetzt schon. Alter, ich muss ja Romane vorlesen. Tja, gewöhn dich besser schon mal an mich. Wenn du in den Kampf ziehst, dann sollst du es auch richtig lernen. Ich werde dein Lehrer sein. Warte mal ab. Habt ihr beide die Stelle verpasst, als das Teil hier meinte, wir kämen bereits spät? Jemand hat das Amulett gestohlen. Wer würde so etwas tun? Nur immer sagte, kein Grund, mir hier das Leder vom Griff zu krächzen. Euer Freund hat sich das Amulett geschnappt. Ich nehme an, ihr habt dieses fürchterliche Phantom abgelenkt, damit der von euch hier sein konnte. Unser Freund, seid gegrüßt. Rechts, da der Kerl da. Ich gehe mal davon aus, dass ihr einander noch nicht vorgestellt wurde. Oh, ich stelle mich mal vor einiges vor. Du bist also der Scherge, der Retter, den Teufel selbst geschickt hat, mich zu holen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Zeig dich, du Feigling. Es wird nicht möglich sein, denn ich bin schon lange fort. Aber deinen Kampf gegen meinen Partner, Regine, äußerst aufschlussreich. Du fährst hier ziemlich große Geschütze auf. Ich kann dir liebend gerne eine Zugabe geben mit meiner Hand in deinem Gesicht. Und dann reiße ich dir das Amulett aus deinem kalten Kuchen. Das werden wir noch sehen. Jetzt muss ich erstmal dieses Schmuckstück hier untersuchen. Wie komme ich an seine Macht? Dabei könnte ich Hilfe gebrauchen. Wir könnten es gemeinsam untersuchen und dieses lächerliche Kriegsflug brechen. Bitte, dieser Typ jagt mir echt Angst ein. Er hat einfach zugelassen, dass ein unschuldiger Geist vernichtet wurde, nur um dich kämpfen zu sehen. Ich mag vielleicht böse sein und vielleicht auch für den Teufel arbeiten, aber du bist mein Herr, ist ein Vollpfosten. Wie dem auch sei, mein Angebot steht, da gibt es noch so viel mehr, dass ich über dich in Erfahrung bringen möchte. Jack, es reicht, jetzt wird's persönlich. So, jetzt nehmen wir uns noch das Schwert. Sehr gut. So, Freunde, ich habe mir gerade den Mund fusselig geredet und würde sagen, wir gucken uns noch das Intro an. Finally has had the tables turned on him. Upon reaching the tablet of the Heart of the Mountain, Jack bitterly discovers that he is too late. The clever, cold-hearted wizard, humanity's champion, now possesses a powerful amulet, and is one step closer to usurping the devil's rule over the world and breaking the curse. But there is still hope for our harrowing heroes. Jack's epic duel with the wizard's indentured spirit catches the attention of a magical sword, who vows to teach him greater mastery of the deadly arts. Determined to close the gap between himself and the enemy,
Jack and his companions rush from the mountain and follow the wizard's trail of magic into the wilderness. So, Intro ist vorbei. Und jetzt würde ich auch sagen, jetzt machen wir erstmal an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns im vierten Teil, müsste das sein, genau. Also wir werden es auf jeden Fall weiterzocken. Bis zum Ende. Und wenn wir 10-mal scheitern, das ist ja schön an der Aufnahme. Man kann ja auch mal ein bisschen schnippeln. Und dann funktioniert das schon wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein paar Kommentare da zu lassen und Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.